Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in der HD-Version natürlich. Und was machst du? Wieso machst du hier gerade so einen Tanz? Möchtest du dich mental auf diese Folge vorbereiten, ja, die absolut voller Spannung gepackt werden wird, weil wir nun in den Turm der Götter gehen werden? Wir müssen unseren Mut beweisen. Ja, denn in der letzten Episode, da haben wir die drei Diamonte eingesetzt. Wir haben ja auch von Jabu den letzten Diamond erhalten, nämlich Nairus Diamond. Und diese haben einen Triforce, also die drei Triangelinsel haben einen Triforce gebildet. Und inmitten dieses heiligen Triforces ist der Turm der Götter, der wirklich, wenn wir den Bogen mal als Kamera nehmen, wirklich sehr, sehr hoch ist. Das kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber der wirklich sehr, sehr hoch ist und die letzte Prüfung der Götter darstellt, bevor wir dann schlussendlich an die Macht kommen können, um Ganondorf für immer zu verbannen. Ich würde sagen, ich bin bereit. Ich hoffe ja auch. Wir setzen Segel in den Turm der Götter hinein. Yay! Yay! Ziemlich großes Tor auch. Ja. Turm der Götter. Er erinnert mich immer noch an Turm des Hells. Turm des Hells? Was soll denn der Turm des Hells sein? Von Tales of Symphonia. Von Tales of Symphonia? Ja. Ach, der Turm. Ja, sag mir das doch meine. Da musst du leider rumtuckern. Ja, stimmt. Ich muss leider rumtuckern. Leider. Das ist auch ein Dungeon. Es sollte ja mal ursprünglich im Spiel übrigens ein Wasser-Dungeon und ein Eis-Dungeon geben, die ja aber aufgrund von Zeitdruck verworfen worden sind und leider auch nicht im Remake, Remake drin sind. Ja, finde ich voll dumm. Denn, ja, irgendwie mussten halt aufgrund von, ja, das finde ich auch irgendwie dumm, aber irgendwie musste halt im Originalspiel aufgrund von Zeitgründen Wasser- und Eis-Dungeon verkürzt werden, also hat man den Turm der Götter als Wasser-Dungeon benutzt, so als halber, und den Eis-Dungeon, den werdet ihr später noch sehen, ist kein wirklicher Eis-Dungeon. Aber ja, was wir hier machen müssen im Turm der Götter, hat natürlich was mit einem bisschen Heiligtum zu tun. Alles mysteriös mit ganz vielen mit Schriftzeichen. So Leuchten und so. Mit Leuchten und es blinkt und alles so. Und am Anfang müssen wir ganz simple Rätsel erstmal betätigen. Müssen wir den nicht hier so draufsetzen? Nee, wie war das? Du musst den doch auf das Leuchten setzen. Auf das Leuchten setzen? Guck. Jo, so simpel? Ja. Ich bin halt schlau. Hier sieht man auch schon Triforce, alles sehr göttlich angehaucht. So, und was erwartet uns denn hier so als erste richtige Prüfung? Neue Gegner, nämlich Elektroschleime. Die haben wir einmal kurz im U-Boot gesehen. Die können wir nicht angreifen. Boomerang müssen wir betäuben, bam. Dann können wir den nochmal hier was klauen. Zack, nämlich rote Schleimjelly. Aber das klingt auch nicht. Ja, können wir uns dann Tränke davon brauen. Aber wir haben ja Omas Suppe, weshalb wir keine Tränke brauchen. So, wie sieht's aus? Ich kenne mich leider nicht so aus mit dem Tempel. Also ja, ich kenne mich aus. Ich kenne mich aber aus. Kein Problem, ich kenne mich dafür umso besser aus. Oder was ist umso besser? Ich weiß nur noch, was der Endgegner ist. Ja, der Endgegner ist ziemlich cool. Muss ich sagen, den gibt's ja auch kann in einem. Ich auch nicht. Ja, den mache ich dir dann, kein Problem. Gibt's ja auch in einem anderen Minispiel, in einem anderen Seite. So, musste das so sein? Ja, ne? Genau. Guck. Die eine Kiste erstmal kaputt gemacht. Die haben da extra zwei hingestellt, weil die damit gerechnet haben, dass so jemand wie ich die Kisten kaputt macht. Ja. Gut, wir müssen nämlich die Kiste auf dem Schalter setzen, dann habt ihr gerade gesehen, erscheint so eine Regenbogenbrücke, mit der können wir rüber und... Hier erscheinen sehr viele Regenbogenbrücken, das finde ich toll. Findest du bunte Farben toll? Ja, bunte Farben sind wirklich toll. Oh, bunte Farben! Schnell. Ja, hier müssen wir nämlich so ein Viech holen. Was ist das überhaupt? So ein Viech. Ja, so ein Viech. So ein Pfahl. War doch immer. Wenn jetzt das Wasser kommen würde. Nee. Fühlt sich auf jeden Fall auch mit der Tür verbunden. So, und jetzt blockiert leider da, wo das Ding hin muss, dieses Viech da nicht seinen Platz. Wow! Die haben sich resettet. Okay, und das Ding muss dann hier reingestellt werden. Und es strahlt auch. Es strahlt und damit geht dann dieses Gitter auf. Woo! Yay! Yeah! War das das Einzige, was du hier machen kannst? Das ist erstmal das Einzige vorläufig. Ja, das ist jetzt erstmal so das Erste, was wir hier machen. Ruf mal die Karte auf, ja? Ja, du kannst gerne die Karte aufrufen. Wegen den Räumen. Wann haben wir die Labyrinth-Karte? Ich wollte gerade sagen, ja, nur das Erdgeschoss. Ich wollte gerade sagen, die Labyrinthkarte haben wir doch noch gar nicht. Was hast du hier für Anforderungen? Warte, konnten wir hier schon irgendwie was machen? Ich guck nur gerade. Ich glaube aber. Da gehen wir jetzt erst später rein. Wir gehen erstmal nach da hinten und danach gehen wir da rein. Machen wir das so. Hier müssen wir auch langsam tuckern. Hier gibt es nichts irgendwie mit Wind. Tucker, macht doch Spaß, tuckern nach dem ganzen Tag. Ach nee, okay. Da wollte ich keine blöden Seemannslieder trällern. So. Das war, glaube ich, gar keins.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall richtig schwierige Rätsel erwarten uns hier. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, was die wollen nur ein bisschen Zeit schinden, ne? Ja, das ist keine Prüfung der Götter, hallo? Als ob ich zu dumm wäre, zwei Statuen auf die Schalter direkt daneben Vielleicht zu setzen. Vielleicht bist du zu schwach. Das ist doch keine göttliche Prüfung, als ob, ey. Was da? Ach genau, hier mussten wir die Kisten richtig schieben, ja, ja. War ja der Quatsch. Ja. Genau, das Problem ist, wir müssen hier hinten dann so eine Fackel rüberbringen. Aber dafür müssen wir die Kisten so in der richtigen Reihenfolge setzen. Ja, dann musst du quasi hier die noch ein bisschen mittiger machen. Jupp. Mehr ist es nicht. So kommen wir rüber, dann ja, muss ich die mittiger machen, ne? Greifen. Genau, es ist auch der richtige Abstand von hier nach da. Soll ich die nicht lieber noch ein bisschen zurück? Nee, so ist richtig. Genau, das heißt, hier muss ich jetzt warten, na, bis wir hier oben sind. Genau. Warte am besten wieder, bis es hochkommt. Und dann ah, das passt schon. Wir nehmen hier den Holzstock. Bam. Oder einen der Holzstöcker. So, zack. Nehmen wir Feuer mit. Olympisches Feuer. Und das ist erloschen. Weil du daneben gesprungen bist. Ja. Yay. Wow. Oh, guck mal, kleine Kiste. Aufheben, kaputt machen, Rubin einsammeln. Yeah. Yeah. Noch mehr Geld. Oh, guck mal, kann ich so stylisch runtersliden, warte. Hui. Am Ende bist du in der Wand gebackt. Lass es lieber. Ich lass es lieber, ja. Was wir schon alles erlebt haben. Ja, wir haben schon so viele Bugs erlebt. Gut, so, am Ende sind, nicht doch mal. Am Ende sind wir wieder im Weltraum. Ja. Japp, japp, japp. Vorsicht, Junge. Japp, zack und wumm. Oh, eine Kiste wahrscheinlich. Ja. Ich hätte es nicht gedacht. Es ist bestimmt kein. Nee, es muss, Moment, es ist auch kein kleiner Schlüssel. Was ist hier überhaupt drin? Ist optional, oder? Glücksamuletten-Kackding? Nee, Schlüssel, doch. Ah, doch, kleiner Schlüssel. Doch, doch. Hab hey, doch richtig. Kannst du runterspringen? Jupp. Oh nein! Oh nein. Schleime! Wir müssen im Wasser eigentlich voll so den elektrischen Strom leiten, dass Link gebrutzelt wäre, aber. Ja. Gut. Who cares? Ist egal. Who cares? Ja. Ja, ist doch so. In Videospielen, da fragt man nicht nach Logik, Bond. Ich finde diese Tiki-Götzen-Gesichter da oben richtig cool. Ich merke das so mit dem Mosaik, dieses kirchliche, auch wenn ich jetzt so nicht... Ist nicht kirchlich. Ja, dieses alte Mosaik ist schon ein bisschen kirchlich. So, Segel setzen wollte ich nicht, wollte ich von Bord. Und wehe Wasser, du gehst wieder hoch. Wehe dir Wasser. Dann gehst du halt wieder hoch, Wasser. Oh, ich dachte schon, der geht in, also das Wasser geht noch höher. Nee, nee, hier kannst du nicht ertrinken, ist alles gut. Guck mal, wie Link schon guckt, der guckt doch schon ganz verärgert. Nein, mit dem Wasser. Ich muss immer kotzen. Wer weiß, was alles in dem Wasser ist, weißt du? Ja, man weiß es nicht. Gut, auf jeden Fall können wir dann hier noch ein paar optionale Belohnungen holen. Die holen wir uns auch einfach mal. So. Das ist alles optional? Ja. Oh. Wir müssen die Kisten hier, warte mal, wie verschieben wir den? Aha, eine müssen wir hierher ziehen. Kommt da auch Wasser? Ja, na klar kommt da Wasser. Oh, nee. So, Items, Bombe, Air. Bitteschön, Bombe, das ist gar nicht schwer. Das ist gar nicht schwer, Mama. Bumm. So, was gibt's hier drin? Eine Truhe, genau, die wollte ich haben. Das ist aber nicht optional. Nee, das. Doch, das ist optional. Chris, Dungeon-Karte. Ach so, ja, aber für mich gehört das halt dazu. Ja, für dich gehört das dazu. Für mich eigentlich auch. Genau, Dungeon-Karte Kompass gehört für mich einfach dazu. Aber es, du brauchst es halt nicht, um den Dungeon zu schaffen. Und woher wusste ich genau, dass die da drin ist? Weil ich einfach so ein verdammter. Nerd! Ja, Zelda-Nerd bin. Was weiß ich. Ist auf der anderen Seite auch noch was? Ja, auf der anderen Seite gibt's auch noch was. Was? Ich weiß nicht, ob da ein Glücksamulett. Rubin und ein Glücksamulett, glaube ich. Ja, dann brauchen wir das. Doch, das brauchen wir auch, weil ich will wissen, ob ich recht habe. Ein scheiß Schleim, du kannst dich verziehen. Ja, du kannst dich verziehen. Ja, Schleim, du kannst dich verziehen. Ja, Schleim, gut. Du kommst hier eh nicht hoch. So, wie man das Ding da aufkriegt, keine Ahnung. So auf jeden Fall nicht. Jetzt geht's gleich wieder runter. So auch nicht. Ich glaube, ich... Lass es bitte. Nein. Wow. So, ihr macht mir Druck. Springt euch alle in die Luft. Bumm. Ja, alle kaputt. Vierfach Kill. Hey, ganz viele Jays. Juhu. Aber Link guckt so hoch auf. Ja, ja, Link guckt so hoch, weil da oben noch was ist. Dann mach einfach Suizid. Oh, du bist so... Vielleicht haben wir keine Bomben mehr. Doch, wir haben noch Bomben. Bam, so. Ah, da oben gab es nichts wirklich Tolles. Da gab es nämlich nur die Rubine und... Ja, das passiert nämlich, wenn die berührt. Kriegt einen Elektroschock. Hey, die Sicht ist dann gar nicht mehr verschwommen. Ja, nee, die Sicht ist auch nicht mehr verschwommen. Boah, was? War immer voll cool. Ach, genau. Und dann kommen wir da auch nicht mehr hoch. Da gab es ja eh nur Rubine. So, und was gibt es hier noch?
gab es hier noch das versprochene Glücksamulett, was ich so hoch angepriesen habe. Aha, schlecht. Nee? Lol, hier gibt es mehr. Okay, aber in irgendeinem ähnlichen Raum gab es noch ein Glücksamulett. Unnötig Zeit verschwendet. Egal. Obwohl Link so hochgeschaut hat, der hat uns aber auch irritiert. Ja, ja. Das war alles nur eine Falle. So. Gut. Aber, dann guckst du gerade auf die Dungeon-Karte, wo es hier lang geht. Hier geht's lang. Hier müssen wir das nämlich kaputt machen, hier mit der Bordkanone. Feuer! Bumm. Nicht so laut. Und dann hier von Bord. Und dann hoffe ich, dass das Wasser oben bleibt. Bitte bleib einfach oben. Danke, Wasser. Wow! So, und hier können wir dann mit dem Schlüssel weiter, aber erstmal noch. Bam! Und stirb! So, wenn wir dort nach oben gehen, kriegen wir doch auch noch was, oder? Außer dem Climb hier, komm. Du hast die Krüge umgeworfen? Leute, ich hab die Krüge umgeworfen, yo! Mit dem Dekoblatt, ey, was man mit dem Dekoblatt alles machen kann? Wie genial, das wusste ich halt noch gar nicht. Oder ist das alles neu? Hier erscheint gleich eine Truhe mit einem Kompass. Wenn wir das anzünden und dort dann unten was machen, gab's hier noch was? Ja, hier gibt's auch noch was. Ne, hier ist der Kompass, oder? Ach, nein, und Feuertod! Ah, der ist gemein. Ich habe ewig gebraucht, um den beim ersten Mal zu besiegen. Ich hab's mit dem Bumerang versucht. Ah, nee. Dekoblatt. Hier haben wir den Kompass, genau. Ja, hier haben wir den Kompass und unten haben wir dann. Ach nee, da war das langweilige Glücksamulett. War nicht, egal. Komm, wir kriegen das trotzdem. Das geile Glücksamulett. Bam. So, ja, guck mal hier. In Stern wollte ich gerade sagen. Haben wir Mario-Stern, ne? Klar, Stern, weiß Bescheid. Das geht gerade runter. Ja, und jetzt müssen wir hier ganz cool diese Fackeln hier entzünden. Ja, das olympische Feuer brennt. Und da oben ist die Scheiße drum mit dem. Ist kein olympisches Feuer. Ja, ist kein olympisches Feuer. Belügt die Leute nicht. Es ist aber heilig. Hier gab es aber das. Wenn es hier kein Glücksamulett gab, da frage ich mich, wo diese blöden Glücksamulette in Dungeons immer waren. Die waren bei so unnötigen Rätseln versteckt. Ich wusste, da gab es ein Glücksamulett. Ich wusste es doch. Ja, ich wusste nur nicht mehr, ob das. Ob hier der Kompass war und bei dem anderen das Glücksamulett oder andersrum. Naja, gut. Diese Glücksamulette immer. Gut. Du kannst gar nicht verstehen, wie mich die aufregen. Du kriegst so viele von den Dingern immer. Ja. Ist doch okay. Ich wollte gar keine Bombe werfen. Vielleicht soll ich mir den Boomerang mal wieder auf R legen. Ich hab hier die Ruhe weg. So. Was müssen wir denn hier machen? Dann müssen wir das Ding brauchen wir. Dafür müssen wir die Stufen hier unterschiedlich verschieben, oder? Warte mal. Stufen? Ja, hier waren noch solche Stufen. Müssen wir da erst alle Schleim besiegen, oder? Besiegen wir die einfach mal. Gucken wir mal, was dann passiert. Ah, nee. Du musst da einfach hoch, wenn ich das da oben ist. Aua! Und... Echt? Wer war das nicht? Na, doch, wir mussten die Schleime besiegen, damit diese schöne Regenbogentreppe hier erscheint. Ich dachte, erst wenn du es aufhebst, kommt die. Nee. So. Schnell! Ja, ich mach ja schon schnell, das ist schwer, das Dingen. Na. Ja, gut. Und dann müssen wir das da oben links einsetzen. Nee, genau. Na, jetzt musst du dich auch. Ja, ich bin ja schon schnell. Ich beeile mich ja schon. Wenigstens gibt es da unten Gullis. Wenigstens kann das Wasser ja noch ordentlich abfließen. Und damit kotzt dieser Götze nicht mehr. Das heißt kotzen. Ja, das Wasser kommt halt nicht mehr raus, ne? Erinnert mich irgendwie an solche. Was erinnert mich an mich so? Dieser Tiki-Typ da. Was erinnert mich der? Irgendwas von Twilight Princess vielleicht? Twilight Princess? Oh, ich weiß es nicht. Der erinnert mich auf jeden Fall irgendwas. Na gut, wo ist der rote Leuenkönig? Lol. Auf der anderen Seite. Ach so, ja, genau. Ich dachte schon, ich komme gar nicht mehr zurück, aber die Wand da oben ist ja weggebombt. Puh, gut, ich dachte schon, wir werden hier für immer gefangen. Guck dir links ernst. Mach doch wieder auf die Karte, bitte. Achso, ja, Karte. Du möchtest auf dem Gamepad natürlich noch die Karte sehen. Ja, ich will ja alles mitverfolgen können, ja. Ja, aber ich bin ehrlich, hier gibt es nichts mehr Spannendes in diesem Geschoss. Okay, gut. Du siehst halt, obwohl doch, du siehst halt noch auf der Karte, gibt es noch eine Truhe, ne? Die siehst du doch, oder? Da unten, die Truhe? Ja. Die können wir ja später holen, wenn wir das Item aus diesem Dungeon haben. Ah. Da gibt es noch eine Truhe, die wir holen können. Aber brauchen wir nicht. Die Schatzkarte, die können wir uns eigentlich sparen. Wir müssen eh nicht machen. Ja, die Schatzkarte brauchen wir einfach nicht, weil A, weiß ich, wo die Schätze sind. Okay, man braucht die Schatzkarten trotzdem, um diese dann zu bergen. Aber an sich brauchen wir auch gar nicht. Ja, an sich brauchen wir auch gar nicht so viel Geld. Das kriegen wir schon irgendwie zusammen. Kinder. So, Ratten. Oh, die Dinger, die sind neu, ne? Das sind neue Gegner, die kennen wir noch nicht. Mitnehmen. Oh, ja, stimmt. Man muss die drei Statuen mitnehmen und die kennen wir noch nicht, diese Viecher da. Diese, die uns hier verfolgen. Ui, die folgen uns nämlich mit so einem Laserstrahl. Ah, gut. Zack, ui. Ach genau, und bei einem Ding müssen wir uns selber draufstellen, oder wie war das? Ja, klar. Wow, nein.
Aua. Jetzt wird dein Arsch verbrannt. Nein. Aua. Aua. Du musst auch so rumspringen wie diese Schweinchen da, ey. Diese Schweinchen. Ja. Ja. Ha, ha. So. Bumm. Yay. Yay, Plattform. Platforming Action. Einfach nur Aufzug, oder? Ja, ich überlege gerade, wo die kommen. Hier kommt ein, ja. Sie ist ja jetzt hier auch nicht so spektakulär. Jetzt kommt hier rechts eine. Rollsprung! Oh, das war kein Rollsprung. Dann musst du da rüber. Rollsprung! Ach man, man kann mal so eine Rolle machen und springen klingt trotzdem. Das sieht mega stylisch aus, oder? Ja, ging nicht. Ja. Oh, und hier sind wir in einem der Haupträume des Dungeons, wenn man so möchte. Von hier aus geht alles so mehr oder weniger, nimmt alles seinen Lauf. Boom. Ja, das ist nämlich so. Ja, die Mitte? Ja, die Mitte. Ja, die Mitte des Dungeons, wenn ich so ehrlich bin. Hier wird gleich noch was Spannendes passieren, aber. Erst, ja, wo geht's überhaupt lang? Irgendwo hier ist eine Tür offen. Ne? Ja, genau. Hier, erst müssen wir durch diese Tür und dann gibt's ein neues Spielelement. Jedenfalls gleich. Hier gibt's noch erstmal ein, ja. Da freue ich mich doch. Ja, bam, zack. Obwohl, das neue Spielelement, ich weiß nicht, das kann später saunervig sein, aber, ja, komm. Gut, lassen wir das beiseite. Das alles sehende Horusauge. Ah, ägyptische Mythologie. Hilfe. Ah. Yeah. So, hier ist das neue Spielelement. Regenbogen. Umherirrender, der du auf der Suche nach den Wegweiser zu den Göttinnen bist. Erwecke mich mit Hilfe von ZR und führe mich zu meinem heiligen Platz. Okay, erwecken wir ihn mit ZR. Hallo! Come on! Come on! Come on, come on! Ich finde das so cool! Der ist irgendwie knuffig, wie Link das sagt, ne? Come on! Come on, du hässlich aussehendes Viech! Ah, es will mich fressen! Nein, okay. Das ist dein Buddy, Mann. Hier ist der Buddy? Okay, ist der Buddy. Ja, jetzt kannst du alles mit Buddy teilen. Boah, ist toll. Jetzt kann ich alles mit meinem Kumpel hier teilen. Boah, es hüpft so stylisch rum, dieses Vieh. Ich weiß, kannst du es nicht auch aufheben? Ja, klar. Oh. Ja, jetzt nicht, weil wir da so eine Brücke haben. Ey, du wirfst es gleich runter. Come on! Come on! Geht doch. Wir brauchen ihn doch. Ja, wir brauchen ihn, diese Marionette. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger offiziell heißen. Ich nenne die einfach Marionetten. So, und jetzt kommt der Schwierigste. Das ist doch auch eine Marionette. Ja, jetzt kommt der Schwierigste hier. Man muss das Viechen nämlich nochmal rüberwerfen. So, das verpeile ich immer. Ich wusste es. Ich wusste es einfach so. Ich bin immer zu blöd. Vor allen Dingen, du stirbst dann. Ja, weil man stirbt, weil man die... dir mit ihm eine Seele teilt. Genau, genau, genau. Wir haben es einfach verkackt. Weißt du was? Ich mache das jetzt vollkommen anders. Mir ist so scheißegal. Hier, bam. Na, geht auch nicht, ey. Oh, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Kannst ja crouchen. Come on, come on, come on. Komm, ja, wir machen das wie bei der Armee. Come on, come on, come on, Männer. Ich kann dir sogar noch so halb folgen. Come on, Männer, come on. Okay, ich soll das lassen. Du musst einfach dich ganz außen hinstellen. So, pass auf. Ich mache das in einem wunderbaren, schönen Winkel. So. Musst du nicht einfach drüber springen mit ihm? Ach, stimmt. Ich habe immer geworfen. Ach, genau. Das war auch bei meinem Original-Let's Play so. Ich habe immer geworfen und geworfen und dachte so, boah, bin ich schlecht. Aber man muss drüber springen. Oh, gut, dass ich dich hab, also wirklich. Oh nein, come on, come on. Jetzt, du kannst doch einfach jetzt drüber springen. So einfach ging das nicht. Ja, die Plattform ist doch gerade gekommen. Ja, was ja. Was hast du denn? Die werden mich schon nicht umbringen. Ah, Hilfe. Die werden mich schon nicht umbringen, ja, das sehe ich anders. Ja. Hilfe. Ui. Ja, ich schaff das schon. Come on, come on, come on. Come on. Ist okay. Ach, du doofe Dings. Komm einfach mit hier. Öffnen. Sie läuft jetzt zum Glück eh von alleine. Da. Lauf endlich allein. Ich hab keinen so Bock mehr. So alter Opa, ey. Hüpp. Hüpp. Ne, wie diese, Babusch. Ne, nicht Babuschkas, Matroschkas. Weißt du, wo eine große Figur und da drin ist noch eine kleinere Matroschka. Ja, ich bin für Matroschka. Es gibt mehrere. Nein, Matroschka heißt das. Ist mir egal. Das ist auch ein Videoformat. MKV, Matroschka feiert. Ja, das war jetzt unnötiges Wissen. Yay. Für alle, die sich für Videoformate interessieren, nicht. Gut, auf jeden Fall haben wir diese eine Statue eingesetzt und ein neues Lied. Dann spiel's. Dort sind Zeichen. Ja, welche Richtung angeben zu scheinen. Ja, das sieht man schlecht. Links gar nichts, rechts gar nichts. Okay. Also links, rechts. Ach so, jetzt wird's auch getriggert. Gerade irgendwie nicht. Was zu schnell. Links, nix. Rechts, ich glaube, das tut voll den Zuschauern in den Ohren. Das tut keinem weh. Das sind einfach nur schöne Melodien, die man sich merken kann. Schöne Melodien, wenn du das singst. Ja. Ja. So eine Art des Puppenspielers. Guck, sag ich doch. Zu Marionetten. Ja. Oder es sind Puppen. Befehlige mich, den Diener, der hinter der Tür wartet, und führe mich zu meinem heiligen Platz, auf dass ich den Weg zu den Göttinnen offenbare. Und swoosh.
Splüsch. Da ist es weg. Und der Typ stirbt. Nein, Buddy, was ist los mit dir? Guck, wir haben verschiedene Buddies. Erweckt zum Leben. Los. Los, beweg dich wieder. Echt? Los, beweg dich wieder. Bitte, bitte überlebe noch. Tu es für mich. Tu es für mich. Och, nein. Er ist gestorben. Nein. Da ist nicht so ein Drama draus. Okay, ich hole einfach den nächsten. Ja. Ja, wir müssen nämlich drei davon finden. Wir benutzen einfach die Leute. Stirb. Zack. Komm, ich will ihn runterhauen. Zack. Ja. Ich glaube, ich steig den wieder auf. Der steigt nicht auf, der ist tot. Seit wann können tote Leute aus ihren Gräbern auferstehen? Rubbern, ne? Oh, du bist kacke. Nein, hau ab, du. Nein, du bist kacke, du blöder Vollammtod. Der kriegt uns nicht. Wir sind einfach viel zu cool für den. Easy go. Na, da hinten ist ja schon wieder der nächste Buddy. Wieder mit dem Greifhaken. Wie nennen wir den? Wir nennen ihn, Buddy. Buddy? Ja, Buddy. Buddy der Meister. Come on! Hallo? Come on! Come on. Hey, der Tarsenhorn. Nennen wir ihn... Ach nee, ich wollte gerade sagen, nennen wir ihn Buddy. Wegen Bunny und Hase, aber das war irgendwie ziemlich dumm. Dann nennen wir ihn halt Buddy. So, und jetzt denken wir sich natürlich, wie kann man das Ganze schaffen, dass der sich dahin bewegt, weil der, ne? Come on, aber wir uns, haben ja doch gerade was gelernt, Kinder. Genau, Kinder. Wieso reden wir eigentlich Kinder an? Ich weil wir das so eingeführt haben. Okay, ja. Wir sind doch eine Lehrschau. Ja, okay, stimmt. Wir sind ja eine lehrreiche. Jetzt rastet der erstmal aus. Oh. Rastet erst, ich bin grün und nicht mehr blau. Bessere Farben. Aber das Beste ist, wie Link aussieht. So, wo ist Link? Link? Link. Der macht wieder Telekinese. Ja, der macht wieder Telekinese. Los. Ich bin Link. Du gehst jetzt einfach drüber. Ja, ich geh ja schon. Du kommst immer vom Thema ab. Aber guck mal, wie Link da ist. Nein, das ist egal. Okay. Link ist ein Opfer. Gerade. Das macht er auch mit dem Möwen. Ja. Das ist richtig schlimm. Okay, so. Nullum. Und das Problem ist, später muss man diese Hünde oder diese Sonate des Puppenspielers so oft spielen. Ja, so oft spielen, dass man da echt das und dann Kotzen kriegt bekommt. Man nein, nein, Link! Oh, du bist doch so ein Buddy, ey. Jetzt müssen wir den Scheiß nicht nochmal machen, oder? Oh. Oh, Link, du Buddy, ey. Ja. Du bist einfach ein bisschen schlecht. Nein, ich du bin musst alles schlecht. Zweimal machen, weil dein Gehirn kann es nicht so verarbeiten. Du musst den ja, erst mal. Ja, komm, ja, ich muss erst. Ich hab voll die Töne getroffen. So, ja. Ich bin ein grüner, nutzloser Zwerg. Ich vielleicht bin aber göttlich. Und das ist das. Sing doch bitte nicht mehr. Ach man. Sing in deinen Kopf. Jetzt singt er hier echt im Kopf. Ja, ich singe jetzt hier gerade im Kopf. Ja. So, und jetzt bitte mach es nicht nochmal. Nochmal? Mach's richtig. Nochmal! Lass los. Okay. Dankeschön. Nochmal! Jetzt sind wir alle erleichtert, dass wir es nicht nochmal ein drittes Mal erleiden müssen. Ja, hier. Nee, du musst da drauf. Muss ich? Ja, geh doch einfach mal drauf. Nein, das Ding muss da drauf. I've told you. Das Ding muss da drauf, ich muss mich rüber schwingen und dann muss ich so ein Viechengedöns holen. Du weißt schon. So, ja, so ein Viechengedöns. Du bist kacke. Bumm. Du läufst mit mir laut, Ruby. Was? Wer hat mich da angerufen mit A? Hä? Irgendwer hat mich da gerade mit A angerufen. Hallo? Hallo, hier ist Link. Link, mit meinen Dienern in deiner Gefolgschaft wirst du nicht überall hin können. Ja, ich scheue mich nicht, sie zurückzulassen. Ich weiß doch, habe ich doch gerade gemacht. Da kam auch der Tipp, den du vielleicht gebraucht hättest. Dass du ihn nicht zurücklassen, dass du ihn zurücklassen kannst. Niu, niu. Und hui. Boah, es ist aber auch echt so ein Abgrund da unten. Da will echt kein Mensch reinfallen. Das ist ja auch ein Turm. Stimmt, das ist ja auch so ein hoher Turm. Ja! Herz! Kacke. Herz! Ach, Kacke. Gut, hier bekommen wir schon das Dungeon-Item, oder? Kann das sein? Ich denke schon. Kann das? Cool. Eine aber Schattengarde. Aber den musst du jetzt ganz, ganz schnell besiegen, sonst bist du schlecht. Wieso, das ist eine Schattengarde? Guckst du dir an? Oder eigentlich Nimbusgarde, Schattengarde, wie auch immer. Muss ich den echt so schnell besiegen? Zucke dein Schwert. Okay. Bam! Und zack, zack, zack. Was? Kommen die gleich zum Angriff. Oh, ich klau ihm seins. Ah, Idiot. Jetzt wird er aber zum Karate-Kid. Ja, jetzt wird es zum Karate-Kid. Man kann das, los, man kann damit schnell auch die Säulen hier kaputt machen. Komm, massig Rubine raus an wow einer Stelle. Aber wow, aber nicht hier in diesem Dungeon. Aber später kommt so der Rubin raus.
Ach komm, ich stirb einfach. Zack. Los. Nein. Kann man den nicht auch zuerst Ja, man kann den Helm abschlagen und dann kann man mit dem Greifhaken hier ein Ritterwappen klauen. Aber das habe ich irgendwie versaut und ja, ich hau ihn ein. Stirb einfach, Mensch hier. Ja, geht doch. Yay! Der gibt eh einen Rare Drop. Mit einem Ritterwappen, ja. Also. Tut sich nichts. Was ist das wohl? Das ist bestimmt nicht das dungeon-spezifische Item. Das ist ja auch der Bossschlüssel. Ja, weil der Dungeon-Designer mal zu dumm war. Nee, ich glaube nicht. Nee, es ist das dungeon-spezifische Item. Du bist aber zu dumm, um die Kiste zu öffnen. Du nein, die von hinten öffnen. Nein, ich hab's richtig gemacht. Ja. Und zwar ist es. Bam, der Heroenbogen passt zu unserem Heroenschwert und unserem Heroenschild. Haben jetzt den Bogen. Drückst du den Knopf auf, den du ihn gelegt hast, kannst du zielen. Lässt du ihn los, feuerst du einen Pfeil ab. Yeah. Maximal 30 Pfeile, genauso wie bei den Bomben. Alles klärchen. Ja, ich hau ja schon ab, Mensch. Schnell. So, und jetzt können wir weiterkommen. Denn jetzt sind aber die Höllen. Die kannst du doch jetzt auch abschießen. Stimmt, die kann ich jetzt auch abschießen. So. Aber ich mache das erstmal anders. Ja, geht doch. Nämlich muss ich hier einmal so. Nein, erst hier rüber schwingen, dann das Auge. Dann springen. Jupp. Und zwar können wir jetzt diese Augenschalter betätigen mit Hilfe des Bogens. Platz. Yay. Juhu. Und dann können wir den Typ hier mitnehmen, richtig, und jupp. Dann geht das Ganze auch schon. Als ob der mir was anhaben kann. Manu! Was sollte das denn? Also echt mal hier. Du weißt jetzt. Ach, ich dachte schon, der wäre jetzt wieder ganz am Arsch. Stirb. Scheiß Idiot, ey. Weißt du, ich wollte ihn mal am Leben lassen. Ich habe auch ein Herz für Garn und Schergen. Weißt du, die können ja selbst nichts dazu. Oh Gott, das hätte schief gehen können, ne? Hä? Ich dachte, ich wäre über der Plattform. Hä? Was bist du denn jetzt? Ich dachte, ich wäre über der Plattform, Mann. Du wirkst ja aber ziemlich schön gerade, ne? Ja, also, du hast nicht mal eine Ahnung, was es hier im Dungeon zu tun gibt, also wirklich. Ja und? Ich will's rausfinden. Wow, ja, erzähl mir hier nichts. Bitte nicht da rein. Spring ab! Nein, ich mach das auf ganz Nummer sicher. Okay. So. Ein Glück. So. Oh Gott. Boah, ist hier schon zittern. Das ist hier mit Fiebern. Panisch. Und hey, wir haben die zweite Statue. Yay. Yay, unseren Buddy Bunny. Bunny Buddy. Oh yeah. Wie hat man ihn genannt? Ach, wir nennen ihn einfach komischer Typi. Und als nächstes wird er dann hinaufsteigen in den Himmel. Und dann sterben. Er ist für uns gestorben. Nee, warte, er lebt doch noch. Ah, und öffnet die nächste noch Tür. Mal mit letzter Kraft und dann verreckt er. Yay. Gut, und dann kann ich noch einmal kurz, während wir dann aber erstmal uns so langsam auch verabschieden würden, nochmal einmal zeigen, dass man hier in den früheren Räumen hier oder in den Räumen davor jetzt auch mit dem Bogen durchaus was machen kann. Es ist ja nämlich so, dass man mit den Dungeon-Items auch in. Wow! Ein Pyromagus, oder was ist da? Ja, Pyromagus. Du kannst erstmal verrecken gehen, hier mit diesem Pfeil. Ja, dann nicht. Und zwar gibt es hier auch neue Gegner. Was machst du denn jetzt? Ja, warte, werde ich dir gleich zeigen. Auf jeden Fall gibt es hier auch neue Gegner. Nämlich Pyromagus oder Pyromagier. Da ist er auch schon. So, wo kommt er nochmal wieder? Die hasse ich. Ja, die hasse ich auch. Die kann man mit Pfeilen besiegen und die droppen nichts, weil sie scheiße sind. Und ja, deswegen tauchen auch neue Gegner auf, weil wir jetzt auch das Item haben, um die zu besiegen. Und ansonsten können wir hier in früheren Räumen, bam, auch natürlich wie in den anderen Dungeons, solche Teile aktivieren, wie zum Beispiel diesen Augenschalter hier, um dieser Plattform dann, die dann auftaucht, ja, weil wir fleißig am Backtracken sind, dann hier hoch, wuppa. Gibt's hier noch was? Oben. Und? Nichts. Können wir dann hier auch in zum Beispiel so einen Raum mit Amos-Rittern. Hier sind schöne Amos-Ritter. Hier, die haben die Bomben zum Fressen gern. Hier, nimm mal. Lecker. Hier, lecker für dich auch noch. Hier können wir nämlich zwei Amos-Ritter besiegen, die man ganz einfach mit ein paar Bomben, bumm, zum Implodieren bringt.
Und dadurch spawnt eine Schatzkiste. Yeah! Hui. Und da werden wir hochgefahren. So genial. Yay. Und das alles nur für ein gottverdammtes Glücksamulett. Boah. Boah, wieso machst du sowas? Ja, deswegen regen mich die Viecher auf, also diese Glücksamulette. Weil man die immer über nur so umständliche Wege, also man kann natürlich leicht erfahren, aber sonst erhält man die nur über solche umständlichen Wege. Na gut, hier bekommen wir dann auch aus den Rare Drops Pfeile. Aber ansonsten, ja, wollte ich einfach nur zeigen, dass man auch durch Backtracking ein wenig neue Items erhalten kann, wenn man denn aufmerksam ist. So, ich überlege auch gerade, wie kommen wir da runter. Kriegen wir das mit einem gezielten Sprung hin? Ah, der Meister. Mein Meister hat den Sprung geschafft. Der Meister hat hier den Sprung geschafft. Und ja, ansonsten würde ich sagen, heben wir uns mit diesem neuen Item die Spannung noch für die nächste Folge auf. Was passiert, wenn wir alle drei Statuen dann gefunden haben oder alle drei Marionetten dann versammelt haben? Wird dann die Kraft der Götter kompensiert werden? Wohin führt uns das? Das werden wir in der nächsten Episode sehen. Und deswegen würde ich an dieser Stelle erst einmal sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ich würde an dieser Stelle dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Hey, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. In der HD-Version natürlich. Und was machst du? Wieso machst du hier gerade so einen Tanz? Möchtest du dich mental, auf diese Folge vorbereiten, ja, die absolut voller Spannung gepackt werden wird, weil wir nun in den Turm der Götter gehen werden? Wir müssen unseren Mut beweisen. Ja, denn in der letzten Episode, da haben wir die drei Diamond eingesetzt. Wir haben ja auch von Jabu den letzten Diamond erhalten, nämlich Nairus Diamond. Und diese haben einen Triforce, also die drei Triangelinsel haben einen Triforce gebildet. Und inmitten dieses heiligen Triforces ist der Turm der Götter, der wirklich, wenn wir den Bogen mal als Kamera nehmen, wirklich sehr, sehr hoch ist. Das kann man ein bisschen schlecht sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber der wirklich sehr, sehr hoch ist und die letzte Prüfung der Götter darstellt, bevor wir dann schlussendlich an die Macht kommen können, um Ganondorf für immer zu verbannen. Ich würde sagen, ich bin bereit. Ich hoffe ja auch. Wir setzen Segel in den Turm der Götter hinein. Yay. Yay. Ziemlich großes Tor auch. Ja. Turm der Götter. Er erinnert mich immer noch an Turm des Hells. Turm des Hells? Was soll denn der Turm des Hells sein? Von Tales of Symphonia. Von Tales of Symphonia? Ja. Ach, der Turm. Ja, sag mir das doch meine. Gut, da musst du leider rumtuckern. Ja, stimmt. Ich muss leider rumtuckern. Leider. Das ist auch ein Dungeon. Es sollte ja mal ursprünglich im Spiel übrigens ein Wasser-Dungeon und ein Eis-Dungeon geben, die ja aber aufgrund von Zeitdruck verworfen worden sind und leider auch nicht im Remake, nicht das Segel setzen, leider auch nicht im Remake, ja, so jetzt kann ich warten, Remake drin sind. Ja. Finde ich voll dumm. Denn, ja, irgendwie mussten halt aufgrund von... Ja, das finde ich auch irgendwie dumm. Aber, irgendwie musste halt im Originalspiel aufgrund von Zeitgründen Wasser- und Eis-Dungeon verkürzt werden. Also hat man den Turm der Götter als Wasser-Dungeon benutzt, so als halber. Und den, Eis-Dungeon, den werdet ihr später noch sehen. Ist kein wirklicher Eis-Dungeon. Aber, ja, was wir hier machen müssen im Turm der Götter, hat natürlich was mit ein bisschen Heiligtum zu tun. Oh. Alles mysteriös mit... ganz vielen mit Schriftzeichen. Mit Leuchten und so. Mit Leuchten und oh, es blinkt und alles so. Und am Anfang müssen wir ganz simple Rätsel erstmal betätigen. Warte Nein. mal. Müssen wir den nicht hier so Nein, draufsetzen? Fail. Nee, wie war das? Du musst den doch auf das Leuchten setzen. Auf das Leuchten setzen? Oder? Guck. Jo, so simpel? Ja. Ich bin halt schlau. Hier sieht man auch schon Triforce, alles sehr göttlich angehaucht. So, und was erwartet uns denn hier so als erste richtige Prüfung? Neue Gegner, nämlich Elektroschleime. Die haben wir einmal kurz im U-Boot gesehen. Die können wir nicht angreifen. Ja, wo ist er? Die müssen Boomerang. Ja, ich weiß doch, Boomerang müssen wir betäuben. Bam. Dann können wir den nochmal hier was klauen. Zack, nämlich rote Schleimgelee. Aber das klingt ja auch nicht. Ja, da können wir uns dann Tränke davon brauen. Aber wir haben ja Omas Suppe, Yay. Weshalb wir keine Tränke brauchen. So, wie sieht's aus? Weißt du, müssen. Ach, genau. Ja, ja, ja. Jetzt. Ich kenne mich leider nicht so aus mit dem Tempel. Also ja, ich kenne mich aus. Nicht ja, ja, ich kenne so mich aber stark aus. Erinnern. Kein Problem. Ich kenne mich dafür umso besser aus. Oder was ist umso besser? Ich weiß nur noch, was der Endgegner ist. Ja, der Endgegner ist ziemlich cool. Muss ich sagen, ja, den gibt's ja auch kann in einem. Ich auch nicht. Ja, den mache ich dir dann, kein Problem. Gibt's ja auch in einem anderen Minispiel. Ach, in einem anderen Minispiel, muss in einem ich anderen nicht Seite. So, musste das so sein? Ja, ne? Genau. Guck. Die eine Kiste erstmal kaputt gemacht. Die haben da extra zwei hingestellt, weil die damit gerechnet haben, dass so jemand wie ich die Kisten kaputt macht. Ja. Gut, wir müssen nämlich die Kiste auf dem Schalter setzen, dann habt ihr gerade gesehen, erscheint so eine Regenbogenbrücke, mit der können wir rüber und... Hier erscheinen sehr viele Regenbogenbrücken, das finde ich toll. Findest du bunte Farben toll? Ja, bunte ja. Farben sind wirklich toll. Oh, bunte Farben! Schnell. Ja, hier müssen wir nämlich so ein Viech holen. Was ist das überhaupt? So ein Viech. Ja, so ein Viech. So, so ein Pfahl. Was auch immer. Wenn jetzt das Wasser kommen würde.
Nee. Fühlt sich auf jeden Fall auch mit der Tür verbunden. So, und jetzt blockiert leider da, wo das Ding hin muss, dieses Viech da nicht seinen Platz. Wow, wo, ja, die haben sich resettet. Okay, und das Ding muss dann hier reingestellt werden. Und es strahlt auch. Es strahlt und damit geht dann dieses Gitter auf. Woo. Yay. Yeah. War das das Einzige, was du hier machen kannst? Ja, das ist jetzt mal das Einzige vorläufig. Ja, das ist jetzt erstmal so das Erste, was wir hier machen. Ruf mal die Karte auf, ja? Ja, du kannst gerne die Karte aufrufen. Ich will nur gucken, wegen den Räumen. Seit wann haben wir die Labyrinth-Karte? Ich wollte gerade sagen, ja, nur das Erdgeschoss. Ich wollte gerade sagen. Angezeigt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, Labyrinth-Karte haben wir doch noch gar nicht. Was hast du hier für Anforderungen? Warte, konnten wir hier schon irgendwie was machen? Ich guck nur gerade. Ich glaube aber. Da gehen wir jetzt erst später rein. Wir gehen erstmal nach da hinten und danach gehen wir da rein. Machen wir das so. Hier müssen wir auch langsam tuckern. Hier gibt es nichts irgendwie mit Wind. Tucker. Ja. Tucker, Tucker, macht doch Spaß. Tuckern nach dem ganzen Tag. Ach nee, okay. Da wollte ich keine blöden Seemannslieder trällern. So. Das war, glaube ich, gar keins. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall richtig schwierige Rätsel erwarten uns hier. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, ja, was die ich... Die wollen nur ein bisschen Zeit schinden, ne? Ja, das ist keine Prüfung der Götter, hallo? Als ob ich zu dumm wäre, zwei Statuen auf die Schalter direkt daneben Vielleicht zu setzen. Vielleicht bist du zu schwach. Das ist doch keine göttliche Prüfung, als ob ich... was dann? Ach genau, hier mussten wir die Kisten richtig schieben, ja. War ja der Quatsch.